Hallo, in diesem Video zeige ich Ihnen, wie eine Digitalschaltung funktioniert und als Beispiel nehmen wir dafür einen einfachen Zähler, der von 0 bis 9 zählt und dann wieder bei 0 anfängt. Das ist eine Schaltung, die eine Teilschaltung von einer größeren Schaltung sein kann. Beispiel wäre eine Grafikkarte, wo man einen solchen Zähler gebrauchen kann. Die Animation, die Sie sehen, ist mit Logiflash erstellt und das ist ein Programm, was Sie auch runterladen können, um damit selber Schaltung auszuprobieren. So, schalten wir mal um zur Darstellung der Schaltung. Hier sehen Sie jetzt die Schaltung. Wie gesagt, eine einfache Schaltung, die keinen Eingang braucht, nur einen Takt hat. Der Takt hier unten wechselt regelmäßig von 0 auf 1. Das ist hier durch die Farbe gekennzeichnet. Die Schaltung hat vier Ausgänge. Das sind hier diese vier Leitungen. Und damit man relativ schnell sehen kann, welche Zahl da dargestellt ist, ist hier vorne nochmal so ein Anzeigeelement eingebaut. Ja, Schaltung hat zwei wesentliche Bestandteile. Das eine sind hier vorne Gatter zur Berechnung und hier Flipflops zur Speicherung von Daten. Hier wird der aktuelle Zählerstand gespeichert, hier vorne auf diesen vier Leitungen. Hier sehen Sie dann auch den Wert. Und diese Gatter hier vorne, die führen eine Berechnung durch. Das heißt, die kriegen hier vorne den Wert, den der Automat gerade hat, den die Schaltung gerade hat, und berechnen daraus den nächsten Wert. Jetzt denken Sie bei Berechnung wahrscheinlich erstmal irgendwie an Rechenoperationen aus der Mathematik. Ist auch richtig, aber auch das, was hier passiert, sind Rechenoperationen mit der Schaltalgebra, also eine vollwertige Algebra. Sie haben hier Nullen und Einsen und diese Gatter und Gatter oder Gatter, exklusiv oder Gatter, die führen eine Berechnung durch und berechnen aus der Zahl, die hier vorne steht, jeweils die nächste Zahl. Also bei 0 bis 8 immer ein mehr und bei der 9 wird dann die 0 berechnet. Und wie Sie sehen, schalten hier vorne diese Gatter immer dann einen Wert weiter. Mit dem Takt wird der Wert übernommen, sodass hier vorne dann der nächste Wert übernommen wird. Und hier vorne ist das dann angezeigt.